Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die Gigabyte RTX 3090 an. Wir haben ja die 3080 und 3070 davon schon im Test gehabt und die 3090 sollte bzw. ist im Line-Up ungefähr jeweils auf der gleichen Stelle und sollte deswegen halt ja, ähnlich gut performen und wahrscheinlich so kühlungsmäßig ungefähr auf dem Niveau der Founders Edition liegen. Aber vorweg mal zur Karte an sich. Wir haben hier wieder ein 2,5-Slot-Design mit Triple-Lüfter. Das heißt, wir haben das von Gigabyte typische Design mit zwei Lüftern, die in eine Richtung drehen und der mittlere dreht in die andere Richtung. Das soll den Airflow ein bisschen verbessern. Natürlich denke ich mal, dass es auch Sinn macht, weil das wird schon seinen Grund haben, dass das implementiert wurde. Der Kühler an sich nimmt natürlich wieder Kontakt zu Spannungswandlern und Speicher auf, wie wir es eigentlich von fast allen Karten mittlerweile kennen. Vor allem bei diesen ist das eigentlich ja nötig, weil die 3090er Speicher auf der Rückseite hat. Da sehen wir auch schon, wenn wir schon bei der Rückseite sind, dass wir hier Wärmeleitpads haben auf der Backplate. Somit ist die nicht nur optischer Natur, sondern kühlt wie gesagt auch den Speicher dazu mit. Die Backplate, wenn wir schon auf der Rückseite sind, ist auch recht groß und geht deutlich über das Ende des PCBs hinaus. Das heißt, PCB-Ende ist hier und hier sind nochmal 5 cm ungefähr dran gehangen. Das macht die Karte ein bisschen länger. Über 30 cm solltet ihr auf jeden Fall einberechnen, was aber in modernen Gehäusen eigentlich kein großes Problem sein sollte. Zwei 8-Pin-Stecker haben wir ebenfalls. Die Karte hat eine TDP von 370 Watt und ist es erhöhbar auf 390. Und das ist interessant, vor allem deswegen, weil Gigabyte hier die angegebenen ATX-Spezifikationen überschreitet. Das heißt, wir haben theoretisch bis zu 375 Watt mit den 2,8-Pin und dem PC Express dort gemeinsam. 390 Watt sind 15 Watt drüber. Aber ich sage euch gleich, für diejenigen, die sich da Gedanken machen, das ist kein Problem. Übertakter haben bei solchen Konfigurationen schon deutlich mehr Strom drüber fließen lassen und da ist es auch zu keinem allzu großen Thema geworden. Natürlich ist das dann nicht über Dauerbetrieb, aber selbst da, denke ich, macht es keinen großen Unterschied. Vor allem, weil wir hier nur von einer Differenz von ungefähr ja, 15, vielleicht im Peak mal 20, 30 Watt reden. Bei den Stromboxen muss ich allerdings noch was dazu sagen. Wir haben hier wieder das gleiche Design wie bei der 3080 und 3070. Ich hoffe, Gigabyte überarbeitet es in einer weiteren Revision. Bei der 3090 ist es jetzt nicht so schlimm wie beispielsweise bei der 3070. Da hatten wir wirklich ein paar Probleme damit. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wird vielleicht in der späteren Revision etwas überarbeitet. Vielleicht hochwertige Stecker verwendet, dass sich die Pins nicht mehr so stark bewegen können in dem Kontakt drin. Aber irgendwie muss man natürlich auch den Stecker von Ende des PCBs aufs Ende der Karte bringen, weil es sieht so einfach schöner aus, als wenn der Stecker beispielsweise hier ist und die Kabel hier rauskommen bzw. dort angesteckt werden müssen. Der BIOS-Switch, den wir hier haben, der kann umschalten zwischen zwei Profilen. Das heißt, wir haben einmal 350 Watt mit nicht erhöhbarem Power Limit. Das ist das Silent BIOS. Ist auch ein bisschen leiser dann natürlich dementsprechend. Audio-Clips blende ich euch später noch ein. Und wir haben OC-Modus, das heißt 370 bzw. erhöhbar auf 390 Watt. Und so wird die Karte natürlich auch ausgeliefert. NVLink 3090 typisch, das brauche ich, denke ich, gar nicht mal wirklich erwähnen, weil SLI bzw. Multi-GPU ist eigentlich so gut wie tot. Eine Sache, die noch interessant ist und die ich auch wirklich begrüße, ist das I.O.-Panel bzw. die Ausgänge. Hier haben wir nämlich zweimal HDMI 2.1, dafür Daumen hoch. Dreimal DisplayPort ist Standard, aber zweimal HDMI 2.1 ist, finde ich, wirklich ein sinnvolles Konzept, weil gerade mit, wenn man beispielsweise jetzt einen 4K 120 Hz Monitor hat, und sich dazu vielleicht ein Next-Gen-VR-Headset kaufen will, das dann eventuell, zwar ist das aktuell noch nicht der Fall, aber wenn diese dann rauskommen sollten und HDMI 2.1 benutzen sollten, ist man hier schon mal gerüstet. Und ich denke mal, bei der 1500 Euro Grafikkarte plus minus ist das auch ein realistischer Gedanke. Natürlich kostet jeweils ein neues VR-Headset relativ viel Geld, genauso wie ein 4K 120 Hz Monitor. Aber wie gesagt, das bei einer 1500 Euro Grafikkarte denke ich mal gar nicht so unrealistisch, dass sich das jemand kauft, auch in der Kombination. Aber das war es jetzt erstmal zur Karte selbst und ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Clips zur Kühlung ein, damit ihr euch da selber ein Bild machen könnt im Vergleich zur 3090 Founders Edition, die ja schon wirklich sehr, sehr gut war.
Also ihr habt gesehen, der Kühler kann die Founders Edition vielleicht jetzt nicht unbedingt übertreffen. Und ja, gut. Wir müssen natürlich auch sagen, dass die Karte ein höheres Power Limit hat und etwas lauter ist, beziehungsweise deswegen halt eben etwas kühler bleibt. Das heißt, wenn man jetzt mit dem gleichen Temperaturtarget vielleicht rechnen würde, dann käme man wahrscheinlich ungefähr auf die Lautheit von der Founders Edition, was schon durchaus nicht schlecht ist. Das heißt, es wäre eine gute Alternative, weil die Founders Edition ja wirklich sehr, sehr schwierig zu bekommen ist. Gaming-Leistung dagegen ist ja minimal höher als die Founders Edition. Das liegt einfach daran, dass das Power Limit nur 20 Watt höher ist. Das heißt, 350 Watt Founders Edition, 370 Watt hier. Da ist jetzt nicht so viel Spielraum, aber ich sage auch ganz ehrlich, die Leistung sollte eigentlich den meisten ausreichen und 350 Watt für eine Grafikkarte ist schon wirklich ordentlich und ich sehe es nicht als sinnvoll an, da jetzt 400 oder gar 450 Watt Power Limit zu nutzen. Das ist einfach gar nicht mehr effizient, na gut, effizient sowieso nicht, aber es ist nicht mehr, es lohnt sich einfach nicht für den minimalen Performance Plus, das man da bekommt. Und ja, man muss da eben ein bisschen Kompromiss eingehen. Ich denke, Gigabyte hat das ihr ebenfalls so gesehen und eben die 370 Watt gewählt, um eben ein bisschen schneller als die Founders Edition zu sein, wenn auch nicht wirklich viel. Overclocking mit 390 Watt Power Limit. Ja, so viel geht da jetzt nicht. Man bleibt so unter der 2 GHz Marke, beziehungsweise in Spielen, die nicht so fordernd sind, wie unser Testszenario bei Borderlands 3, kommt man auch mal drüber. Aber es ist jetzt nicht so wie andere Karten mit 450 Watt, wo man auch mal fast an die 2,1 GHz rankommt. Das sollte aber jedem klar sein. Bei einem geringen Power Limit geht eben da nicht so viel. Mod-BIOSes können das natürlich ändern. Aber wir testen hier den Zustand, in dem die Karten ausgeliefert werden. Und deswegen kommt das bei uns so raus. Das war es erstmal zur Gigabyte 3090 Gaming OS. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von der Karte haltet, ob sie für euch eine sinnvolle Alternative zur Founders Edition wäre. Wobei natürlich Preise aktuell sowieso relativ schwierig sind, genauso wie Verfügbarkeit. Bei der 3090 geht es sogar einigermaßen, bei der 3080 und 3070 sieht das Ganze wirklich noch sehr schwierig aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!